Sehr düstere Farben hier. Sehr düstere Farben. Kürbislaternen sammeln, so. Mal was nachschauen. You need something, huh? One of your rides? Let me know. Okay, hier ist einmal in Weevil. Der Route 68 habe ich in Weevil. Und hier nochmals. Also an der Basis und an der Route 68. Okay.
Könnte ich ja eines dieser Fahrzeuge opfern, um da den Weevil zu customizen. Mal schauen, wie die aussehen, die zwei, die ich bereits habe. Guten Morgen, Herr TV. Nenn mich nicht immer Herr Basel, es irritiert mich. Ich komme aus Basel, ich heiße Markus und ich bin auf ewig 24 und früher, ja, ich gebe es zu, ich habe Pornos gemacht. Aber sonst gibt es hier nichts dazu zu sagen. Das Ganze ist mir dann wohl auch etwas ein bisschen zu privat. Diese Farben hier machen mich ganz wuschig. Ja, jetzt wird es ja wieder Tag, also. Dieses Licht macht mich ja fertig hier. Von 22 Uhr bis 4 Uhr GTA-Zeit. Eben dann, wenn die Gewitter sind.
Oh, da ist ein UFO. Ein UFO. Achte noch, ich bin irgendwo dagegen geflogen. Oh mein Gott, da sind ganz viele davon. Ganz viele davon. Ganz viele davon waren da.
Oh, ich werde ins UFO geholt. Um Gottes Willen. Die haben mich jetzt sicher in Popo gefickt, da im UFO. Um Gottes Willen. Aber es ist ein angenehmer Schmerz. Wo bin ich denn, um Gottes Willen? Ich bin ja ganz in der Pampa gelandet. Ganz in der Pampa gelandet. Und das ist der Beweis. Es gibt UFOs, liebe Leute. Es gibt UFOs und sie holen einem ins Raumschiff und ziehen einem nackig aus und an den Rest kann ich mich nicht erinnern. Aber ich habe neu eine andere Unterwäsche an als vorhin und es schmerzt ein bisschen. Also will jetzt nicht näher drauf eingehen, ich werde das dann in meiner Psychotherapiesitzung aufarbeiten, das Erlebte. Und deshalb immer saubere Unterwäsche tragen, ich sag's immer, es kann immer was passieren. Also zieht euch saubere Unterwäsche an.